Es wippt eine Lampe durch die Nacht, trapp-klapp. Ich will mir denken, dass meine Mutter jetzt noch wacht und will den Hut für sie schwenken. Meine Mutter und ich, wir sind nicht, wie man sein soll. Wir haben einander nur gern. Doch meine Mutter ist alt und ist fern und mir ist das Herz heute so voll. Da, schau, kommt mir eine alte Frau entgegen. Ich will mir schnell was Gutes überlegen, weil sie so arm und eckig aussieht. Aber auch die Frau entflieht. Ich bin ihr zu verwegen. Nun wird es still. Und wunderbar. Kein Laut auf der Straßenmitte. Nur drüben am anderen Trottoir gehen meine eigenen Schritte. Glaube mir, liebes Kind, wenn man einmal in Sansibar und in Tirol und im Gefängnis und in Kalkutta war, dann merkt man erst, wie sonderbar die Menschen sind. Wie? Ich sei angetrunken? Oh nein, 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 nein. Ich bin völlig besoffen und hundsgefährlich geistgestört. Aber 6 Pfund sind immer ein Risiko wert. Schlacht die Pauken und Trompeten. Donner in die Bahn. Donnersprache, lasst uns reden. Vivat fade Felix Dahn. Die harte Brust dem Wetter darzubieten. Reißt die germanische Lodenjoppe auf. Komme zu Hauf. Wir wollen uns im friedlichen Wettstreit üben. Einem schönen Hechtsprung erblickte er das Licht der Welt, das Leben, und hat, obwohl er damals noch recht jung, sich sofort in Hilfestellung begeben. Den Kniesturz übend und manch andere Tugend verging ihm eine turnerische Jugend. Klimmzug. Der Klimmzug ist ein Symbol für das Leben. Immer aufwärts, Himmel anstreben. Du musst in Gedanken wähnen, du hörtest unter dir einen Schlund gähnen. In dem Schlunde sind Igel, ja Igel und Wölfe versammelt. Die warten nur auf den Menschen, der da oben bammelt.
vierter Klasse wäre es noch mehr billig. Aber da käme ich später an. Und die Frau Bauratswitwe meint dann wieder, ich sei arbeitsunwillig. Und wovon soll ich denn am nächsten Freitag leben? Am liebsten würde ich gar nicht fahren und all das Fahrgeld sparen und lieber versaufen. Und dann wären wir mal wieder so richtig vergnügt. Und nachts, da hauen wir uns auf die Bretter am Hallischen Tor, wo manchmal da, na wie heißt dann, da, der Bolzenmax liegt. Es kommen schon die Krokusse vor. So nicht mehr so richtig kalt. Doch dann werden sie uns wieder auseinandertreiben, wie die Pferdeäppel auf dem Asphalt. Ob es wohl wahr ist, wenn man noch lebt, dass man seine Knochen an der Akademie verkaufen kann? Schön wär's. Als ich noch ein Seepferdchen war im vorigen Leben, wie war das wonniglich und wunderbar, so unter Wasser zu schweben. In den träumenden Fluten wogte die Güte das Haar der zierlichsten aller Seestuten, die meine Geliebte war. Wir senkten uns still oder stiegen, tanzten harmonisch miteinander, ohne Arm, ohne Bein, ohne Hand. Wie Wolken sich in Wolken wiegen, sie spielte manchmal graziöses Entfliehen, auf das ich ihr folge, sie hasche und steckte mir einmal im Ansichtziehen Eierchen in die Tasche. Sie blickte traurig und stellte sich froh, schnappte nach einem Wasserfloh und ringelte sich an einem Stängelchen fest und sprach so: Ich liebe dich, du wirst nicht. Drei Hep-Heps und drei Hurra!